Herkunft. Sie ist hier das erste Mal in der großen Tour am Spat. Letztes Jahr noch im Pia-Förderpreis-Finale, dieses Jahr zweite bei den German Master. Das ist nicht ein Riesenerfolg, das ist schon der totale Hammer. Und ich rede natürlich von Charlotte Maria Schürmann. Charlotte, hier zweite, hinter Isabel Wehrt, die gerade zum 12. Mal ihren Mastertitel gewonnen hat, mit über 74%. Können Sie das überhaupt alles schon fassen? Nee, gar nicht. Also ich bin hier mit ganz niedrigen Erwartungen hingefahren. Ich wollte einfach nur eine gute Runde abliefern und mich nicht blamieren. Und ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt reiten durfte. Und ja, ich wollte einfach nur mein Bestes geben. Und dass ich natürlich jetzt im Spezial 74% habe und dann auch Zweite geworden bin. Ja, das ist einfach das i-Tüpfelchen. Und ich bin immer noch sprachlos und kann es auch noch gar nicht wirklich glauben. Na, Sie sind Gott sei Dank nicht sprachlos, sonst wäre das schade hier. Sie sind sprachvoll. Aber Sie erzählen uns bitte einmal, das war Ihr dritter Spezial erst insgesamt. Stimmt das? Ja, ich habe letztes Jahr in Frankfurt den ersten Spezial geritten, dann einmal in Münster und dann eigentlich die ganze Saison nur Kühe. Was heißt nur, aber Kühe macht halt unheimlich viel Spaß und Börling ist so ein schönes Kühepferd und ich liebe auch Kühe zu reiten. Und der Spezial war immer noch ein bisschen schwierig für mich, fand ich. Und jetzt habe ich mich mal getraut und ja, vielleicht sollte ich öfter mal Spezial reiten. Entweder oder. Wir sehen Sie nächstes Jahr hier in der Weltcup-Tour. Wäre das eventuell ein Ziel für die nächste Saison? Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Sie sind natürlich begeisterte Reiterin. Anders kommt man überhaupt nicht so weit. Aber Sie machen nicht nur die Reiterei, sondern Sie haben, wenn ich das richtig weiß, BWL studiert und sind jetzt schon im Betrieb Ihrer Mutter eingestiegen. Erzählen Sie mal, was ist so beruflich die Perspektive? Ich habe jetzt gerade meine Bachelorarbeit abgegeben, also vor 3 Wochen. Und im Moment bin ich ein freier Mensch. im Moment arbeite ich dann auch dann bei meiner Mutter in der Firma. Die macht Bekleidung für behinderte Menschen. Und das Ziel ist auch, dass ich da langfristig in die Firma einsteige. Werde jetzt nächstes Jahr ein paar Praktikas machen, in der Branche auch. Werde das aber schön mit dem Reiten kombinieren, dass ich das auch alles unter einen Hut kriege. Das ist natürlich optimal, ne? Bei Mutter in der Firma, da kann man schon mal sagen, Mama, ich muss jetzt zum Reiten. Sie hat wahrscheinlich Verständnis. Und Sie haben gleich 2 Trainer. Ja, genau. Ich war 2,5 Jahre jetzt bei Herrn Balkenhol. Bin jetzt seit August wieder ganz bei Oliver Oellerich. Da habe ich meine anderen Pferde auch alle stehen. Ich habe den Börling jetzt wieder zu Olli gestellt, weil das einfach zeitlich jetzt besser für mich war und ich nicht so viel fahren musste. Aber ich trainiere weiterhin noch bei Herrn Balkenhol, fahre einmal die Woche hin. Und die beiden, also Oliver und Klaus, die ergänzen sich super und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und ich kann von Herrn Balkenhol noch richtig viel lernen und ich bin ganz froh, dass er mir noch hilft und dass ich da hinkommen darf. Und Olli ist einfach mein Traumtrainer. Da bin ich schon seit 2007 und wir sind einfach ein eingespieltes Team und ja, es funktioniert einfach. Burlington, wir kennen Ihren Satz spätestens nach dem Sieg im Burgpokal. Er ist der Beste. Ich glaube, heute hat er da noch mal ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Sie haben ihn schon seit vielen, vielen Jahren. Was würden Sie sagen? Was ist so das, was ihn zum Besten macht? Der ist einfach, er ist ja Hengst, hat auch schon gedeckt, aber er ist einfach ein richtig liebes Pferd, super ehrgeizig und will einfach immer alles richtig machen. Und jetzt diese Grand Prix-Tour, am Anfang hat uns das auch ein bisschen schwer gefallen, weil er musste es lernen und ich musste es lernen. Aber jetzt werden wir immer sicherer und kriegen immer mehr Routine und man merkt einfach, wie er jetzt auch mehr Spaß kriegt. Also immer in der Prüfung, er fängt richtig an zu kämpfen und gibt einfach 100% oder 150%. Und ja, er gibt mir auch viel Sicherheit. Und in der Prüfung, der legt er einfach nochmal ein i-Tüpfelchen drauf und dann, wenn in die Galopptour kommt, das ist auch sein Highlight und dann dieser Riesenschritt. Also es macht einfach Spaß, dieses Pferd zu reiten und ja, ich wollte kein anderes Pferd haben. Für mich ist es einfach das beste Pferd der Welt. Sie sagen von sich selber immer, Sie sind im Viereck per Tunnelblick unterwegs. Hier brauchte man den ganz extrem. Wir hatten wirklich viele Fehler heute im Spezial. Wenn man da reinreitet, diese Rampe hoch und dann in diese Schleierhalle rein, muss da auch schon Tunnelblick sein? Wenn man da diese 8000 Zuschauer sieht, da rutscht einem doch das Herz in die Hose. Ja, wenn man jetzt hier reinreitet, dann ist man schon sehr konzentriert. Und wenn dann die Klingel läutet, dann kommt man noch mal ein bisschen so in sich und dann geht es eigentlich los und dann sieht man, also ich sehe dann gar nichts mehr, ich sehe einfach nur noch die Ohren und dann hat meine Hände dann zu und reit einfach und dann für Lektion zu Lektion und dann muss man das einfach schön in Ruhe die Prüfung abarbeiten. Abarbeiten, das ist aber auch ein schöner Ausdruck, den habe ich so noch nicht gehört. Jetzt haben sie aber genug gearbeitet, jetzt wird ordentlich gefeiert. Wir packen jetzt den LKW und fahren dann 500 Kilometer nach Hause. Die Mama ist zu Hause, ist schon ganz happy, hat schon den Sekt aufgemacht.
Die musste nämlich zu Hause bleiben, aber die feiert schon zu Hause und die wartet auf uns und dann wird zu Hause ein bisschen gefeiert. Dafür wünschen wir ganz viel Spaß. Erstmal eine gute Heimreise. Ja, und dann würde ich mal sagen, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hier, vielleicht sogar in der Weltcup-Tour. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Gute Heimreise, Charlotte Maria Schürmann. Ja, das war unsere Dressur dieses Jahr bei den 31. German Master zu Ende gegangen mit dem 12. Titel für Isabel Wehrt, mit einem sensationellen zweiten Platz für Charlotte Maria Schürmann. Und klar, hier geht's noch weiter mit dem Springen. Willkommen zurück am Parcours, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das heißt, eher gesagt, am Viereck, liebe Zuschauer.